Moin moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch wieder über das Thema Consent sprechen. Und vielleicht hast du schon den ersten Teil gesehen, da habe ich das Wheel of Consent vorgestellt. Und heute soll es um den zweiten Teil gehen. Du hast den ersten Teil nicht gesehen? Okay, es ist nicht ganz so schlimm. Du kannst unten mal in die Infobox gucken oder unter dem i, da verlinke ich nochmal den ersten Teil. Kein Bock, dir das ganze Video nochmal reinzuziehen? Ich versuche es nochmal runterzubrechen. Schauen wir uns nochmal den Aufbau des Konsensrates an. Beim Konsensrat sind zwei Fragen wirklich ganz elementar. Die erste Frage lautet, wer ist der Handelnde, wer ist der Empfangende? Das bildet schon mal die erste Achse. Die zweite Achse ergibt sich aus der Frage, für wen ist diese Handlung? Ist die für mich oder ist die für einen anderen? Daraus haben sich vier verschiedene Quadranten gebildet. Und hinter jedem steckt im Grunde eine Art Mindset, mit der man an diese Übungen herantreten kann. Wir haben beim letzten Mal schon den Dienenden und den Empfangenden kennengelernt. Der Dienende macht etwas aktiv, um jemand anderem zu nutzen, um ihm einen Dienst zu erweisen. Der Empfangende hat etwas formuliert, das er sich wünscht und bekommt es vom Dienenden nur für sich, nur für seine Entspannung zum Beispiel, nur für sein eigenes Glück und Freude. Es bleiben zwei Viertel über, die reserviert sind für das Nehmen und das Erlauben. Das ist eine unheimlich spannende Dynamik. Beim Nehmen geht es darum, dass eine Person sich etwas ausdenkt, was ihr selbst Freude bereitet und was sie selbst durchführt an einer anderen Person. Es ist gar keine Frage, natürlich muss das kommuniziert werden und die Frage gestellt werden, sonst entgleitet das sehr schnell in die Übergriffigkeit. Nehmen, was nicht erlaubt wurde, nehmen, wo nicht nachgefragt wurde. Demgegenüber steht derjenige, der erlaubt, der gefragt wird und in sich geht und für sich überlegt, kann ich das, will ich das, möchte ich das für die Freuden eines anderen mit mir machen lassen. Auch hier können die Grenzen sehr schnell verwischen und verschwimmen, dann wenn Grenzen so diffus gehalten werden und es dann in die Richtung geht, ich ertrage etwas für jemanden. Das ist nicht das, was hier stattfinden soll. Natürlich kann auch in den Vierteln des Dienens und des Empfangs die Grenzen überschritten werden. Beim Dienen kann es zum Beispiel dazu kommen, dass sich Menschen völlig verausgaben, weil sie immer schauen, wo ist der Nutzen für andere und nicht darauf achten, was der Nutzen für sie eigentlich selbst ist. Umgekehrt kann es natürlich aber auch beim Empfangen dazu kommen, dass man andere zum Beispiel auch mal ausnutzt. Ich hoffe, wir erkennen hier langsam mal ganz klar, warum die Kommunikation so unheimlich wichtig ist. Denn hier schließt sich endlich der Kreis. Und so kommen wir nun langsam auch mal zur zweiten Übung. Wie schon beim ersten Mal, als erstes sorgt dafür, dass ihr das richtige Setting habt. Und es fängt mit einem Partner an, mit dem ihr diese Übung macht, den ihr, wenn es geht, mindestens sympathisch findet. Wenn ihr dazu geknüpft seid, dem nicht vertraut, dann kann das wirklich sehr, sehr schwierig werden und nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Macht euch Musik an, macht eine Duftkerze an, räuchert ein bisschen, sorgt dafür, dass ihr entspannt seid. Schaltet eure Handys in den Flugmodus, ihr werdet wahrscheinlich die Stoppuhr gebrauchen können. Und dann nehmt euch die Zeit und atmet einfach nochmal ein paar Atemzüge ganz entspannt zusammen. Atmet ganz viel Entspannung ein. Und atmet wieder aus. Mich entspannt sowas immer super und ich finde, es ist der beste Einstieg. Denn es geht ja gleich darum zu schauen, wie fühle ich mich, was möchte ich und da ist es immer gut, bei sich selbst zu sein. Zunächst bestimmt ihr denjenigen, der anfängt zu nehmen und der anfängt zu erlauben. Derjenige, der anfängt zu nehmen, der geht nochmal wirklich in sich, kann auch ruhig mal die Augen schließen und stellt sich die Frage, wie und wo möchte ich mein Gegenüber berühren, so dass es mir Freude bereitet. Nutz diese Möglichkeit. Formulier es ganz klar, was du dir wünschst und sag nicht einfach nur sowas wie, ich möchte mir deine Füße ansehen. Beschreibe so detailliert wie irgendwie möglich ist, was du gerne tun möchtest. Ich möchte sie gerne ganz vorsichtig streicheln und mit meinen Fingerkuppen mal fühlen, wie sich eigentlich so eine fremde Fußsohle anfühlt. In der Zwischenzeit kann der Erlaubende schon mal die Stoppuhr vorbereiten. Stell sie mal auf 3 Minuten ein, damit gleich, wenn alles startklar ist, es einfach losgehen kann und du mit einem Klick alles erledigt hast.
dann geh du auch nochmal in dich selbst. Dein Gegenüber wird dir gleich einen Wunsch formulieren, den er vielleicht noch nie zuvor in seinem Leben geäußert hat. Sei achtsam, hör ganz genau zu und stell sicher, dass du auch alles verstehst, was dein Gegenüber formuliert. Wenn nicht, frag einfach nochmal nach. Wenn du alles verstanden hast, dann geh auch nochmal in dich und schau mal nach, möchtest du das? Ist das für dich in Ordnung? Kannst du das tatsächlich quasi bereitstellen und kannst du das guten Gewissens erlauben, dass der andere das tut? Wenn nicht, hast du vielleicht Angst, dass deine Füße so ein bisschen schwitzig sind? Dann sprich darüber, formulier das einfach. Ich habe heute Morgen zwar ganz normal meine Füße gewaschen, aber ich bin seitdem ein bisschen gelaufen und ich glaube, die könnten ein bisschen schwitzig sein. Vielleicht sagt der andere dann ja sowas wie, hey, das macht nichts, ich finde das gerade gut und möchte das gerade mal erleben. Es ist wichtig, dass ihr bei der Motivation bleibt, mit der ihr in diese Übung gegangen seid. Also du als Nehmender, achte darauf und frage im Zweifel auch nochmal nach, darf ich vielleicht auch das und das tun? Bleib dabei, was dir Freude bereitet. Als Erlaubender ist es dir natürlich auch gestattet zu sagen, oh, das fängt an zu kitzeln, kannst du mal ein bisschen doller drücken. Tauscht euch währenddessen aus, wenn sich Dinge unangenehm anfühlen. Es ist wichtig, dass er in der Motivation bleibt, mit der er diese Übung gestartet habt. Dann ist nach 3 Minuten die Zeit um. Nutzt danach bitte auch die Möglichkeit und die Zeit, mal in euch zu gehen und nochmal zu reflektieren. Wie hat sich das angefühlt? Was hat das mit mir gemacht? Und tauscht euch ganz vor allem auch mit eurem Gegenüber aus. Das ist unheimlich wichtig. Nicht so ganz einfach zu verstehen ist bei diesem Modell, dass es im Grunde nur 2 verschiedene Dynamiken gibt. Die zwischen dem Dienen und dem Empfangen und des Nehmen und des Erlaubens. Auf den ersten Blick scheint es schon möglich, dass man zeitgleich nehmen und empfangen kann. Allerdings muss man sich mal ganz klar bewusst machen, hinter jedem dieser Viertel steckt eine Aufgabe. Und hinter dieser Aufgabe steckt ein Mindset, eine ganz klare Handlungsanweisung. Und die lautet beim Nehmen, ich tue etwas für mich selbst. Und daraus ergibt sich schon, dass da kein Raum ist, einer anderen Person ein Geschenk zu machen. Zum Beispiel dem Empfangenden. Natürlich kann es sein, dass das, was ich mir gerade ausgedacht habe, auch dem anderen zugutekommt und dass etwas ist, was er sich wünscht. Aber der andere kann nicht das Mindset verfolgen, ich äußere jetzt etwas, was jemand anderes für mich tut und ich genieße das jetzt einfach nur mal für mich. Man sieht, das schließt sich aus und wenn man so einmal ringsum geht, sieht man hinter jedem einzelnen Viertel eine ganz bestimmte Haltung und eine ganz bestimmte Aufgabe, die man nicht einfach so querbeet irgendwie verknüpfen kann. Auch im Alltag kann man immer wieder tatsächlich so Situationen auf diese 2 Dynamiken runterbrechen. Wenn nicht, ist da irgendwas nicht so ganz klar definiert und bewegt sich in dem diffusen Nichtwissen. Deswegen nochmal. Es geht darum, in diesen einzelnen Vierteln eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Eine ganz bestimmte Herausforderung. Etwas, was man für sich herausziehen kann und lernen kann. Meine Erfahrung ist, wenn man diese Muster auch verinnerlicht, sieht man auf einmal auch, hey, das Ganze trifft auf ganz, ganz viele andere Situationen zu. Und es geht eigentlich immer um die Frage, wer handelt, wer empfängt und für wen ist das Ganze eigentlich gedacht. Ich hoffe, dass das Ganze für euch hilfreich war. Wenn ihr noch weitere Informationen sucht, dann schaut mal unten in die Infobox. Ich verlinke nochmal ein sehr, sehr interessantes Video, was Betty Martin selbst zu diesem Konsensrat gemacht hat. Da gibt es nochmal viele weiterführende Informationen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns vielleicht auch mal bei Patreon sehen. Dort gibt es Videos, die es nirgendwo anders gibt und du kannst mich dabei unterstützen, diese Videos hier und diesen Kanal am Laufen zu halten. Wenn du magst, schau doch ruhig nochmal auch in den ersten Teil. Der ist bestimmt auch nochmal ganz interessant. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video oder am Sonntag. Bis dahin, mach's gut. Ciao.